Ein Kind. Stell dir vor, du hast in deinem Körper einen Holzkohleofen. Und der funktioniert super. Der hält deinen Körper auf perfekter Temperatur und versorgt ihn mit Energie und mit Wärme und gibt dir alle Kraft, die du brauchst, um einen lustigen Tag zu erleben. Und jetzt stell dir mal vor, Mama hat auch so einen Ofen im Bauch. Aber dieser Ofen, den Mama hat, der braucht ganz schön viel Hilfe. Der funktioniert nicht richtig. Der ist ein bisschen kaputt. Das ist kein Problem. Mama hat den Ofen gut im Griff. Sie muss nur darauf achten, dass sie immer rechtzeitig ganz viel Holzkohle nachlegt. Dann bleibt auch Mamas Ofen immer schön warm und in der richtigen Temperatur und gibt dir alle Kraft, die sie braucht für einen lustigen Tag. Nur manchmal geht irgendwas schief. Dann hat Mama den Holzkohleofen eben nicht ganz so gut im Griff. Aber keine Sorge, Mama weiß, was zu tun ist. Also, es kann passieren, dass Mama nicht genügend Holzkohle in den Ofen geworfen hat. Die Holzkohle besteht für Mamas Ofen aus Zucker. Und wenn Mama nicht genügend Holzkohle in den Ofen gemacht hat, wird der Ofen kalt. Und das ist gefährlich. Ein kalter Ofen hat nicht genügend Energie, um die ganze Mama lustig zu halten. Also muss Mama ganz viel Holzkohle nachschieben, also ganz viel Zucker, weil ich habe ja gesagt, Mamas Holzkohle ist Zucker. Und da geht es Mama nicht so gut. Wenn es kalt ist, dann friert man, dann fängt man an zu zittern. Dann ist man nicht so gut gelaunt, weil es einem schlecht geht. Wenn das passiert, hilft Mama ganz schnell, dass sie ganz schnell alles machen kann, dass sie ganz schnell Zucker essen kann. Dann geht es ihr bald wieder gut. Du musst nur kurz warten. Du darfst keine Angst haben. Du musst dran denken, Mama weiß, was sie machen muss. Okay? Jetzt kann es aber auch passieren, dass Mama viel zu viel Holzkohle, also Zucker, in den Ofen geworfen hat. Boah, dann wird der Ofen heiß. Richtig heiß. Mamas Kopf fängt dann an zu kochen und dampft und überall kommen rauchende kleine Wölkchen raus und Mama wird dann manchmal so wütend und so grummelig, weil der Holzkohleofen einfach viel zu heiß ist und das muss ja irgendwo hin. Wenn das passiert, muss die Mama dafür sorgen, dass die Holzkohle rauskommt aus dem Ofen. Ne? Da muss sie immer so was spritzen. Insulin heißt das. Aber auch das darf dir keine Angst machen. Mama weiß, was zu tun ist. Mama kann sich helfen. Du musst Mama nicht retten. Aber weiß bitte ganz genau, mein Schatz, wenn der Ofen zu kalt ist oder zu heiß ist, geht es Mama nicht gut. Dann geht sie richtig dreckig. Und dann muss sie alles machen, damit es ihr ganz schnell wieder gut geht, damit ihr zusammen viel schöne Zeit habt. Keine Angst, denn Mama weiß, was sie machen muss.